Hallo und herzlich willkommen zur kreativen Auszeit mit Sigrid. Heute basteln wir mal wieder ein paar kleine Verpackungen und zwar diese kleinen sogenannten, tja, jetzt bin ich etwas aufgeschmissen, Sour Cream Boxen. Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, aber ist auch völlig egal. Sie sind super fix gemacht und ich zeige euch, wie es geht. Diese kleine Box, die ist wirklich super, super fix gemacht. Und ihr könnt die natürlich in jeder Größe machen, je nachdem, was ihr verpacken wollt. Ich habe hier halt nur ein kleines Schokoei reingepackt. Manchmal finde ich halt diese Mini-Sachen einfach richtig süß. Und ich habe dazu das Papier aus dem Paper Pumpkin So Shelly benutzt. Ich habe da noch was von. Weiß nicht, ob es jetzt auch noch im Clearance Rack zu erhalten ist. Da war es eine Zeit lang auch im Angebot. Also falls euch das gefällt, ich finde das Angebot super. Schaut da einfach mal. Und ich habe das jetzt hier schon zugeschnitten. Also die Bögen sind da 6x6. Ich habe das jetzt dann so zugeschnitten, dass ich aus einem Bogen 4 von diesen kleinen Päckchen machen kann. Und das heißt, das hier ist dann jetzt 3 Inch mal 3 Inch. Ich weiß gerade nicht, Zentimeter nicht. Ich schreibe es euch einfach wieder auf meinen Blog. So, und das wird jetzt erstmal ganz einfach zusammengeklebt. Und zwar nehmt ihr einfach eine Seite und macht da ein bisschen Tombow drauf. Ihr könnt natürlich auch das doppelseitige Klebeband nehmen. Ihr wisst ja, ich bin da nicht so der Fan von. Dann rollt ihr das so ein bisschen über eure Finger und klebt das Ganze vorsichtig zusammen. Auch nur einen schmalen Streifen, das reicht völlig. Und drückt das einfach ordentlich zusammen, sodass ihr so eine kleine Röhre habt. Ihr seht, jetzt habe ich ein bisschen viel hier benutzt. Da läuft ein bisschen was über. Das wische ich jetzt einfach mal mit dem Finger weg. So. Und ich habe ja noch meinen Klebemittelradierer. So, und dann wartet ihr halt, bis das ordentlich fest ist. Und lasst das noch ein Weilchen liegen und antrocknen. In der Zwischenzeit könnt ihr ein bisschen stempeln. Ich habe mir hier aus dem Set um die Ecke zwei kleine Stempel ausgesucht. Von Herzen und an das Herzchen dazu. Irgendwie habe ich jetzt den ganzen Kleber an meinen Fingern. Und das mache ich jetzt einfach so, dass ich dieses von Herzen einmal hier in die Ecke stempel und das Herzchen dann in passender Farbe natürlich zum Papier einfach in diese Lücke, die hier der Stempel hier hat. So. Und meine kleine Schere finde ich gerade nicht, also nehme ich jetzt die große. Dann schneidet ihr einfach nur hier schön gerade dran lang. Das geht bei dem Stempelmotiv ja wirklich gut. Tatsächlich mit der langen Schere vielleicht sogar ein bisschen besser als mit einer kleinen. Und dann können wir jetzt hiermit weitermachen, da das jetzt ja schon angetrocknet ist. Also einer müsst ihr das jetzt so zusammentackern, dass ungefähr hier diese Kante nach außen kommt. Also ich habe meinen Tacker. So. Also das ist das Einzige, was ich an der Verpackung nicht ganz so mag, dass die leider kaputt geht beim Auseinanderpacken. So, und dann befüllt ihr das mit eurem Schokoei. Nehmt euer von Herzen und tackert das jetzt hier einfach mit dem so zusammen. Und dann seid ihr auch schon fertig. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Ich hoffe, dir gefallen diese kleinen Boxen. Vielleicht kennst du die auch schon.
Auf jeden Fall kann ich dir nur raten, wenn du mal was Schnelles verpacken möchtest, die zu benutzen, denn das geht ja, wie ihr gesehen habt, wirklich super, super fix. Die Maße für meine Boxen findet ihr natürlich wieder auf meinem Blog. Ich freue mich, wenn ihr eure Fotos auf Facebook auf meiner Seite unter dem Video zeigt und vielleicht mögt ihr mich auch mal auf meinem Blog und Instagram besuchen. Da gibt es auch andere Ideen, nicht nur die Videos. Und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert haben solltest, aber gerne über meine Videos informiert sein möchtest, solltest du jetzt noch schnell einmal klicken, denn dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder beim nächsten Mal. Bis dann!